Hallo und willkommen zum ersten Retro-Review. Heute geht es um Pokémon Gelb. Pokémon Gelb wurde von Game Freak erschaffen und kam am 12. September 1998 in Japan heraus. Erst am 16. Juni 2000 kam es zu uns nach Europa. Es ist die Spezialedition von Pokémon Rot und Pokémon Blau und anders als bei den kommenden Spezialeditionen ändert sich nichts an dem Verlauf der Hauptstory. Diese bleibt gleich. Nur einige Veränderungen und Neuerungen machen Pokémon Gelb zu einem eigenständigen Abenteuer. Außerdem ist das Spiel an die Anime-Serie Pokémon angelehnt. Denn anstatt dass man zwischen den drei Starter-Pokémon wie Sasam, Shiki und Glumanda aus den vorherigen Spielen Rot und Blau wählen kann, bekommt man von Professor Eich ein frisch gefangenes Pikachu. Da dieses aber nicht in Pokébällen leben will, läuft es einem das ganze Abenteuer lang hinterher. Auch Jesse und James, die bekannten Charaktere aus dem Anime von Team Rocket, sind im Spiel aufzufinden und gegen diese kann man auch kämpfen. Und ja, der bekannte Slogan ist auch dabei. Obwohl man nicht frei zwischen den drei Startern wählen kann, erhält man diese trotzdem im Laufe des Spiels. Wie? Ja, das müsst ihr dann schon selbst herausfinden. Wenn man das Spiel auf dem Game Boy Color spielt, sind alle Orte mit verschiedenen Farbpaletten unterlegt. Bei Rot und Blau gibt es da nur zwei Farben. Was sich auch geändert hat, sind die Sprites der Pokémon und einigen Charakteren wie Rocco und Misty. Auch die Fundorte von einigen Pokémon, die Teams der Trainer und die Pokédex-Einträge wurden leicht verändert. Und nochmal so am Rande, es ist auch mit dem Game Boy Printer kompatibel. Was genau der bringt, weiß ich selbst nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja aber gerne in die Kommentare schreiben. Und hier nochmal eine kleine Information am Rande zur Kanto-Region, also die Region der ersten Generation, denn diese ist an die japanische Stadt Tokio angelehnt. Also, wer Pokémon Gelb noch nicht gespielt haben sollte, sollte das jetzt auf jeden Fall mal tun, gerade als Pokémon-Fan oder diejenigen, die Rot und Blau noch nicht gespielt haben. Ich hoffe ja, dass man das bald mal auf dem 3DS bei der Virtual Console spielen kann, aber das sind auch nur Wünsche. Ja, das war's mit meinem kleinen Video zu Pokémon Gelb. Wäre nett, wenn ihr das Video bewerten könntet und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Also Leute, bis dann!